Tobi Schweinsteiger, 1-0, Sieg, ein Sieg, das freut dich immer, das weiß ich. Wie zufrieden bist du mit der Leistung? Ja, ich glaube, dass man ein paar gute Sachen gesehen hat, ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben. War natürlich jetzt auch wieder eine neu gemischte Mannschaft. Hat man gemerkt, dass viele Abläufe noch nicht passen. Grundsätzlich bin ich zufrieden, dass wir alle über 90 Minuten spielen konnten, dass Chris 45 Minuten spielen konnte. Ich glaube, das ist gut soweit. Auch am Schluss mussten wir widerstandsfähig sein, wenn die nochmal 10 Frische reinbringen. Ist dann schon schwierig, wenn du schon mal 70 Minuten drin hast. Und da haben wir uns auch gut gewehrt, haben das Spiel dann über die Zeit gebracht. Deswegen bin ich soweit zufrieden. Und es war ja durchaus intensiv, also hier ein lauer Sommerkick. Richtig sommerlich war es auch nicht, aber ein lockerer Kick war das hier nicht. Nee, das wussten wir. Deswegen war es auch gut, eine englische Mannschaft zu haben, die physisch dagegen hält, die aber auch fußballerisch gut waren, die intensiv auch Fußball gespielt haben. Das brauchen wir, weil ich glaube, dass das dann in der zweiten Liga auch so sein wird. Und deswegen war das eine gute Vorbereitung. Und du kannst durchaus auch auf Englisch dich über den Gegner beschweren oder dich mal ein bisschen lautstärker bemerkbar machen. Ja, ich muss ja... Ein Teil meiner Familie spricht ja Englisch, deswegen. ich kriege das schon ganz gut hin. Ich bin ja eigentlich schon ein Fan vom englischen Fußball. Ich weiß auch, dass aus zahlreichen Spielen gegen englische Mannschaften, dass das oft ein bisschen rabiater zur Sache geht. Aber wenn es mir dann zu viel geredet wird auf dem Platz, dann kann ich da auch mal wieder ein bisschen einordnen. Und das hat auch gepasst. Alles gut. Der eine oder andere wird denken, du hast heute vielleicht mit der zweiten Mannschaft gespielt und morgen kommt dann die erste Mannschaft. Inwieweit stimmt das mit der Einschätzung oder inwieweit ist einfach alles noch offen? Ja, sollen nicht so viel denken, das ist immer das Wichtigste. Nicht so viel reininterpretieren. Trotzdem, klar, haben sich natürlich ein paar Jungs auch in den Vordergrund gespielt. Klar wird es vielleicht morgen ein Großteil der Mannschaft vielleicht auch am Samstag spielen, aber es kommt trotzdem auf die Leistung an. Ein paar Positionen sind noch offen. Ja, wir müssen einen guten Mix finden aus der Qualität, die wir jetzt dazugeholt haben, aber auch aus der Struktur, aus den Jungs, die ja im letzten Jahr schon dabei waren, die wissen, wie wir in welchen Strukturen wir Fußball spielen, um dem Ganzen eine Stabilität zu geben. Und da schauen wir, dass wir einen guten Mix finden. Morgen Viktoria Köln, eine Mannschaft, die ihr gut kennt, auch aus der letzten Saison mit 2 Siegen. Damals, ich glaube, 2 auch sehr wichtige Siege. Was erwartest du morgen nochmal von deiner Mannschaft? Ja, dass sie in allen 4 Spielphasen das Richtige machen, dass wir die Intensität hochhalten, dass wir uns wehren gegen den Gegner, glaube ich, der grundsätzlich auch in der dritten Liga oben spielen wird wieder. Das ist so meine Meinung über Viktoria Köln, die nicht weit weg sind von Zweitliganiveau. Und deswegen, ja, dass wir das abrufen, dass wir im Optimalfall 0 spielen, dass wir im Optimalfall das Spiel gewinnen, dass wir widerstandsfähig sind. Weil ich glaube auch, dass die morgen 60, 70 Minuten durchspielen werden und dann frisches Personal bringen. So, und deswegen müssen wir uns über 90 Minuten halt dann auch wehren. Wenn die Beine müde sind, dann trotzdem noch das Richtige machen und dann auch, wie es heute war, dann auch so ein 1-0 dann über die Zeit zu bringen, vielleicht noch nicht ganz so tief reindrücken lassen. Aber das zählt morgen, dass wir alle nochmal 90 Minuten in den Beinen haben. Tobi, danke dir. Gerne.